Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Endlich ist es natürlich mal wieder soweit. Wir packen heute wieder gemeinsam oder beziehungsweise ich packe heute wieder was aus, denn ich habe mir hier zwei Sachen bestellt aus... Ich habe es mir importieren lassen und wir werden schauen. Wir werden schauen, was hier drin ist und gucken und werden das Ganze jetzt hier erstmal auspacken. Das eine packen wir erstmal hier so rüber, damit wir auch Platz haben. Und ich werde euch das natürlich ganz genüsslich zeigen. Also da braucht ihr keine Panik haben, liebe Leute. Aber alles das erst nach dem Intro. So, und jetzt geht's natürlich auch los hier mit diesem Unboxing-Video. Wir werden jetzt erstmal das Ganze hier mal auspacken. Hier. Wir werden erstmal hier schnippeli-schnipp machen. Erstmal hier so Schnitt setzen. Alter, das ist, die Dinger sind immer richtig gut verschnürt, muss man ja so sagen. Ich werde das mal ganz sicher mal auf den Boden packen. Beziehungsweise auf meine Arbeitsfläche hier. So, ich glaube... Wir haben hier schon mal das Ganze aufgemacht. Ich weiß nicht, ob man hier schon etwas erkennen kann, den Inhalt quasi. Es ist auch schön eingepackt in komische Quietschdruckfolie. Ich mag die Dinger ja. Mein Hund mag die natürlich nicht so besonders. So, wir holen das Ganze hier mal raus. Ui, das scheint auch sehr groß zu sein, wenn das Ganze mal hier so beiseite packen. Alter Falter, ist das geil. Und, schön eingeschweißt. Alter, ist der riesig. Nichtsdestotrotz müssen wir hier wohl oder übel noch mal einen Schnitt machen. Ja. Zack. Und packen wir mal hier rüber. Und hier haben wir erstmal schon mal einen Boden. Der ist natürlich sehr, sehr wichtig. Den packen wir mal hier aus. Den brauchen wir natürlich. Ja. Ganz klar. So, es ist ein Standfuß aus Plastik in Schwarz gehalten und natürlich ein, ja, wie nennt man das, Rückenständer vielleicht. Und müssen mal gucken, wo wir das Ganze hier reinsetzen. Also, da setzen wir das Ganze rein. Und jetzt zeige ich euch natürlich das Hauptgipfelchen der Verpackung. Und zwar, natürlich, liebe Freunde. Wie soll es auch anders sein? Ich bin ein riesen Dragon Ball Fan und natürlich auch von Dragon Ball Legend. Und ich habe mir den Broly, den Kinofilm Broly bestellt. Natürlich, wie soll es anders sein? Es ist einfach mega geil. Mega geil und die Qualität. Alter, die kann sich sehen lassen. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Ich find's atemberaubend. Einfach atemberaubend. Das ist auch hier alles schön. Hier sein Dings ist auch schön wackelig. Auch die Haare sind richtig gut gemacht worden. Also definitiv mega Qualität. Auch nochmal so von unten. Ich find's cool. Ich find's einfach geil. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken, wie wir hier ihn ranbekommen quasi. Ist ja auch gar nicht so einfach, ne? Muss das hier irgendwie... Irgendwo muss das ja hier befestigt werden, denke ich mir mal. Hier muss ja irgendwo was sein, wo wir das Ganze ranmachen können, ne? So sieht das Ganze natürlich aus. Sehr wackelig ein bisschen. Ach, das wird da so reingehoben. Alles klar. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auf jeden Fall, ergibt Sinn. Es wird einfach nur so reingehangen und sieht geil aus. Ich find's mega krass. Auf jeden Fall kann sich die Qualität sehr sehen lassen. Und dazu zu unserem zweiten Paket hier am Start. Das werden wir jetzt hier auch gemeinsam auspacken bei diesem Unboxing-Video. Ich hoffe, ihr habt noch Lust und Laune. Das Ganze werden wir jetzt hier auch mal öffnen von einer Seite aus. So. Ein bisschen vorsichtig. Er ist schon ein bisschen eingebeult. Da wurde schon so ein bisschen Fußball gespielt, wie es aussieht. Auf den freue ich mich schon besonders. Alter, Falter. So, wir müssen gucken, ob wir das hier heile auskriegen.
Alter Schwede, auf den habe ich mich ja schon mega gut gefreut. Also schade, dass es ein bisschen eingedrückt ist. Finde ich ein bisschen, ach ja, wieder halt beim Zoll, ne? Wie soll es auch anders sein? Das Ganze ging ja durch den Zoll, ne? Aber auf jeden Fall haben wir hier ein Zuckohren. Wir haben ein Zuckohren. Ist das nicht irre? Ich finde das geil. Ich finde das mega geil. Wir haben einen Son Gohan. Den packen wir jetzt mal hier aus. Das ist ja nicht ein normaler Son Gohan, sagen wir schnell Super Saiyajin 2, sondern das ist ja mehr so ein Master Star Pierce. Also das ist schon so eine extra Version. So eine Art Comic-Gedöns. Gibt auch verschiedene Arten. Ich kann euch das schon mal zeigen. Hier haben wir schon mal den Oberkörper. Alter Falter. Kamera, stell scharf. Ist das mega geil. So von hinten. Die Frisur, Alter. Was ein Volumen, Junge. Krass, einfach nur krass. Also die Version gefällt mir sehr gut. Es gibt natürlich auch von Symbolen und von anderen Charakteren ja auch noch so eine schwarze Version. Die ist ja auch noch mit solchen Farbabgebungen bezeichnet worden. Das ist der Unterkörper. Auch sehr gut gemacht. Mega geil. Gefällt mir super. Son Gohan. Alter Falter. Mega Charakter. Mega Figur. Also mir gefällt die auf jeden Fall sehr gut. Auch schön detailliert gezeichnet. Kann man nichts dazu sagen. Auch im Gesicht hier, wenn man das mal so mal nah ranbringen kann. Kamera, stell scharf. Ist mega geil. Ich weiß, meine Kamera ist nicht das Beste vom Ei. Eine neue wird im Laufe des Jahres halt auch nochmal dazukommen. Aber guckt euch mal diese Qualität an. Ist doch, also, man kann dazu nichts sagen, ne? Man kann echt dazu nichts sagen. Finde ich sehr gut. Also auf jeden Fall bin ich sehr positiv überrascht. Mir gefällt das ganz gut. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, was ihr dazu haltet zu den Figuren. Ob ihr auch selber vielleicht Dragon Ball Z-Figuren habt, ich oder GT oder Super-Figuren. Ich habe eine Menge bei mir hier zu stehen. Ich sammle sowas ganz gerne, weil ich ein riesen Dragon Ball-Fan bin. Und von daher gönne ich mir sowas mal, ne? Gönne ich mir sowas mal. Andere Leute sammeln Karten, andere Briefmarken, andere wiederum Autos, whatever, keine Ahnung. Ich sammle halt solche Stammfiguren. Und das wird dann nachher später auch alles nochmal schön in einem Glaskasten kommen und natürlich wird dann hinter mir mein Setup auch irgendwann mal anders werden. Ich habe schon so einiges geplant. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, das kleine Unboxing, es kommen demnächst noch weitere Pakete hier bei mir im Haus. Seid gespannt, was für weitere Unboxings-Videos hier bei mir auf dem Kanal kommen werden. Und falls jetzt noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt. Es ist kostenlos. Kostet euch nichts, liebe Leute da draußen. Und schön die Glocke aktivieren, dann seid ihr immer hier auf den Laufenden bei mir. Ich bin euer Storm, wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende natürlich auch. Und ja, ich glaube, es wird im Laufe des Tages oder vielleicht auch am Abend nochmal einen weiteren Dragon Ball Legend Video geben, weil das Update ist ja jetzt auch da. Das Update ist ja jetzt verfügbar und da muss ich natürlich euch drüber berichten. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Ich bin euer Storm, ich bin raus. We'll be right back.